Als Übergang erzähle ich euch noch einen kleinen Witz, eine Witzgeschichte. Weil wir in der Merlin-Karawane haben es gerne lustig, weil es die Atmosphäre auflockern und die Arbeit geht etwas leichter von der Hand. Stellt euch vor, ganz viel früher noch, in Amerika, Prärie, hochs Gras, kommt von der einen Seite ein Cowboy. Jiha, jiha! Von der anderen Seite kommt ein Indianer. Die zwei treffen sich und fangen miteinander zu reden. Der Indianer, der Sozialer von beiden, fängt an. Macht so. Dann der Cowboy, der Indianer, der Cowboy drauf. Dann der Indianer macht so und der Cowboy so. Die zwei trennen sich, sieht man, der Cowboy gibt seinem Pferd Sporen und zeigt ihn im Eiltempo heim zu seinem Major ins Fort und erzählt so aus der Puste so von wegen, ja, in der Prärie, da hat er einen Typ gesehen mit Federn in den Haaren und mit Marlin im Gesicht. Und dann haben sie miteinander geredet. Und der hat zu mir gesagt, hey, komm nicht näher. Dann habe ich doch zu dem gesagt, hey, komm du nicht näher. Dann hat er gesagt, er will mich verschiessen. Und ich erwidere so zu ihm, ja, in dieser Zeit würde ich dich zweimal verschiessen. Dann hat er darauf gesagt, er gehe heim. Und ich auch gesagt, ich mache einen Abgang. Jetzt, gleiche Zeit, andere Seite von der Prärie, ist der Indianer auch heimgekommen. Er stellt so sein Pferd auf die Prärie, geht zu ins Tippizelt rein, lässt sich den anderen zu, kommt dann irgendwann die Friedenspfeife über und fängt an zu erzählen. Ja, in der Prärie hat er einen Typ gesehen, der ist so bleich im Gesicht und nicht richtig krank ausgesehen. Dann habe ich gedacht, ja, ich muss mit dem reden. Dann habe ich ihm Hallo gesagt. Und der andere sagt mir Hallihallo. Dann habe ich gefragt, ja, wer denn du siehst? Und er hat gesagt, er sei ein Geiss. Und dann habe ich natürlich gefragt, ja, ein Berggeiss? Dann sagt er, nein, ein Wassergeist. Schönen Abend noch. Tschüss.